Ja, einen wunderschönen guten Tag. Da ist Lex Online TV und der erste Gast bei mir im Studio als Gast wirklich ist der Herr Markus Malitz. Das ist ein guter Freund von mir und der hat viel mit Elektronikbauteilen zu tun. Also er macht das alles selber hobbymäßig. Es macht einem sehr viel Spaß. Und was sagst du, Markus, zu dem Ganzen? Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf, lieber Herr Karl Lex, und ich möchte euch heute ein bisschen was über die Orgel oder beziehungsweise elektronische Bauteile erklären. Das heißt, wir reden da von Orgeln, Tongeneratoren, Verstärkern, Gitarrenverstärkern, Transistorsachen und Röhrenbauteile. Ja, da haben wir, glaube ich, ein breites Repertoire und da können wir, glaube ich, was reden drüber. Gut, ich würde sagen, Markus, und wie lange magst du das eigentlich überhaupt schon? Ja, also die Reparaturgeschichte mache ich ja nicht nur für mich, sondern auch in meinem privaten Umfeld. Und das mache ich circa seit, ich will einmal sagen, 12, 13 Jahre. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe und sehr gut drauf habe und kann auch da einiges aus meinem Beruflichen herausbringen, beziehungsweise der Elektronik. Und ich glaube, ja, also wie gesagt, 12, 13 Jahre, da sind wir schon gut dabei. Ja, darunter kann man sich vorstellen, dass das ein Tongenerator ist aus einer alten Hammond-Orgel. Das ist das Modell mit 86 Tonräder plus 5 Tonräder, die leer laufen, einfach wegen der Schwungmasse. Und es schaut da einfach so aus, dass, da gehen wir nachher näher drauf ein. Der Grundteil besteht aus einem Motor. Ein Synchronmotor, der läuft an, der bringt die Drehzahl auf Netzspannung 50 Hertz in Österreich und dann haben wir einfach 86 Zahnraden, Tonräder, die sich drehen und mit einer Spule einfach den Ton geben, was die Hammond kann. Das ist sehr aufwendig. Nicht nur, dass wir da Gehäuse haben, auf das wir näher eingehen und aus zig Teilen besteht, wiegt um die 40 Kilo und hat etliches an Bauteilen dran. Also das ist schon ein bisschen komplizierter, da reden wir von Spulen und Kondensatoren und ja, viele Kabeln sowieso. Der Markus würde uns das jetzt einmal vorstellen. Also Markus, wie schaut das aus? Steckt das einmal ein oder wie funktioniert das? Das ist der Generator, oder? Der, was jetzt eigentlich zum Anlaufen anfängt, oder? Genau, das ist der Tongenerator, den haben wir jetzt auf Drehzahl gebracht. Einfach mit Strom 230 Volt bzw. 220 Volt, ist egal. Netzspannung haben wir ja 50 Hertz, also das rennt auf einer Frequenz, das ganze Werkel und eben dadurch auch unstimmbar. Weil die Orgel rennt, die hat ihre 50 Hertz, der Motor ist ein Synchronmotor über einen Kondensator geschalten und der rennt immer auf gleicher Drehzahl. Was wir machen könnten, wir könnten einen Frequenzwandler einbauen, dann könnten wir die Orgel sehr wohl stimmen. Das tun wir aber nicht, weil wir wollen ja den Kammerton A. Und ich glaube, das ist bei der Orgel speziell. Schau, die Leute passen sich, die Instrumentisten, Gitarristen, passen sich ja alle an die Tonhöhe der Hammond an und nicht umgekehrt. Also ich Alles klar. glaube, das ist schon ganz gut, dass das Teil nicht stimmbar ist, offiziell. Dann würde ich sagen, dann sagen Sie das Ganze mal und erklären Sie mal ein bisschen, wie das so funktioniert, wenn du nett bist. Und es schaut hier so aus. Hier haben wir den Synchronmotor. Der läuft mit 1500 Umdrehungen pro Minute. Das bezieht sich auf unsere 50 Hertz, der ist so gewickelt. Hier haben wir den Kondensator, den braucht der Motor überhaupt zum Anlaufen, hin und her sowieso, das wissen wir ja eh alle. Der Motor ist gelagert, das sehen wir da sehr gut, damit wir möglichst diese Vibrationen nicht mehr haben. Was cool ist, sind hier links und rechts die Einfüllstutzen für das Öl. Das ist ganz wichtig, weil ohne den Öl ruinieren wir diese Also, das funktioniert sensiblen. mit Öl eigentlich. Genau. Da brauchen wir aber ein spezielles Unzenöl, weil das sind Kupferlager überall in dem ganzen Teil hier. Ja, hier sehen wir, ich drehe mal den Strom ab, die Feder. Das heißt, der Motor, die Motorwelle ist nicht direkt verbunden mit der Welle hier drinnen, sondern mit einer Feder, hat folgenden Grund für den runden Lauf. Was natürlich passiert, wenn die Hammond-Organisten vor allem die Orgel kurz aus- und einschalten während des Spielens, fängt das ganze Werk zum Eiern an. Das hat natürlich nicht den Sinn, den es haben soll, machen aber die großen Organisten so, damit es besser klingt, damit sie einen Effekt auf der Bühne haben. Das ist ganz klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da weiter hier. Das heißt, wir haben zwei Öleinfüllstutzen. Wenn wir nochmal darüber gehen, da haben wir eine Ölwanne. Siehst du, die steht ein bisschen raus, die ist bautechnisch so konzipiert. Das heißt, wenn wir hier das Öl hier und hier einfüllen, schwimmt in der Wanne das Öl und wird dünne Seile, über dünnen Draht weitergeleitet zu jedem innen einzelnen Kupferlager, damit das nicht kaputt wird. Das Ach heißt, so. wir haben da drinnen mehrere Übersetzungen, damit alle Tonräder, die hier drinnen sind, die Drehzahl haben, die sie brauchen, um den Ton wiederzugeben.
Okay. Ich meine, ich glaube, das ist für die Stimmung, dass man sagt, für den Klang, oder habe ich jetzt gesagt? Nein, nein, nein. Wie gesagt, Stimmung und Klang ist was ganz was anderes. Das Okay. passiert bei der Hammond sehr viel im Verstärker. Was hier der Vorteil ist bei diesem Modell, siehst du, wir haben hier schon die Ölkondensatoren. Ja. Das heißt, die werden nicht so schnell kaputt wie die, da waren früher Papierkondensatoren drauf. Und das Problem bei denen war, durch die Wärme, durch die ganze Wärme in der Okay. Orgel, die ja entsteht, durch Reibung und. Kommt die Abnutzung Haben wir wahrscheinlich mehr oder Abnützung, weniger. genau. Ja. Und durch diese Abnützung ist der Wert nicht mehr der, den sie haben, den jeder Einzelne haben soll. Das heißt, die Orgel überspricht, was heißt das? Das heißt, so viel wie der Tongenerator, genau dieses Zahnrad, hört sein Umfeld. Das heißt, wir hören drei Okay. Räder oder mehrere auf einmal. Ist natürlich ein heutzutage nachsimulierter Effekt. Das gibt's bei jeder digitalen Orgel, die es da im Internet kaufst, Okay. gibt's diesen Effekt zum Einstellen. Das ist natürlich Kult und das ist das bei der Hammond. Bei der Hammond sind so viele Fehler, eigentlich sagen wir mal Fehler passiert, dass das wird aber alles nachsimuliert jetzt Okay. digital, weil Und es du einfach kennst du gut jeden ist. einzelnen Bauteil, da weißt du, jeder Bauteil eigentlich für was zuständig ist, oder? Genau, wir haben im Prinzip unter dieser Platte, unter dieser Kupferplatte 86 Tonräder, die sich drehen. Okay. Die laufen alle vor einem Magneten hier und vor der Spule hier Okay. oben. Das heißt, das ist wie bei der Gitarre, wir haben einen Tonabnehmer im Prinzip und davor ein Kupfertonrad, das durch die Umdrehung Okay. einen Ton ergibt. Und da oben haben wir die Kondensatoren drauf, damit das, Viel Kabel auf jeden Fall, sieht ja, da orange, gell? das Wichtige an der Okay. Sache ist ja mit den Kondensatoren, dass die so auf den Wert angepasst sind, der Spule halber, damit kein Tonradübersprechen normalerweise stattfindet. Okay. Damit wirklich der Tonabnehmer nur dieses eine Tonrad hört. Bei denen genauso, bei jedem. Also unabhängig davon, also das ist zwar ein gesamtes Werk auf Deutsch gesagt, aber Genau. so die das eigenen Bau, das den Sinn zu erfüllen, dass der Klang eigentlich gut ausgebüffelt wird, oder? Ganz genau, ganz genau. Okay. Weil wir wollen ja 86 Tonräder hören. Und zwar nur dann, wenn wir eine Taste drücken und den Ton auch wirklich auf der Orgel, auf den Zugregeln eingestellt haben. Ja, und dann würde ich sagen, seht ihr, das ist das Werkel und das funktioniert seit 1960, dieser Generator. Das ist ein Wie Wahnsinn. gesagt, das ist nur der kleine, der hat nur 86 Tonräder hier. Aber der Große hat 91 plus 6 Leerräder. Puh. Ja, das Okay. heißt, bei denen fehlen natürlich Frequenzen, was sich aufs Foldback bezieht. Gut, Foldback ist jetzt wieder ein anderes Thema, das können wir ein anderes Mal besprechen. Aber ich glaube, zum Generator gibt es hier nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, hast du ja gesagt, du siehst viele Kabel. Natürlich braucht jeder Tonabnehmer mehrere Kabel, um sich zu verbinden mit dem Anschlussboard hier. Das heißt, da gehen wir dann wirklich weiter auf die einzelnen, zu den Ja. einzelnen Tasten. Ja, ich sage einmal, danke, super, lieber Markus. Also ich muss sagen, sehr recht interessante Geschichte. Also überhaupt zumindest für meine Musikkollegen und Künstlerfreunde. Also ich käme da eigentlich überhaupt nicht aus, wenn man denkt, so viel Kabeln. Es ist eigentlich unglaublich, oder? Ja, es ist unglaublich. Vor allem, es liegt auch, es ist eine Interessensgeschichte. Natürlich gibt es Leute, denen interessiert es, andere nicht so. Das heißt, ich bin einer von denen, der sich für sowas interessiert. Aber ich sage nur, ich repariere diese Dinger gern, auch Gitarrenverstärker und alles andere, was mit Strom und Elektronik zu tun hat. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich ja auch mal anrufen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke schön für die Einladung. Ich sage einmal ein herzliches Dankeschön, dass du bei mir im Studio vorbeigekommen bist. Karl Alexander Lex für Lex Online TV. Dankeschön.